Viel ist von der St. Amanduskirche in Bad Urach nicht mehr zu sehen. Das Gotteshaus verschwindet derzeit hinter meterhohen Gerüsten, über die der dritte von insgesamt 5 Sanierungsabschnitten in Angriff genommen wird. Neben der Außenfassade ist es vor allem das Dach des Chors, das dringend einer Erneuerung bedarf. Das Gebälk ist marode und immer wieder fallen Ziegel vom Dach. Im aktuellen Bauabschnitt sollen auch die brüchigen Fugen des Mauerwerks mit alten Techniken ausgebessert werden. Zudem steht die Isolierung der Fenster an. Die Kosten der auf ein Jahr angelegten Sanierung belaufen sich auf insgesamt rund 1 Million Euro.